Mathematik machen, obwohl sie in der Alltagssprache und der Alltagspraxis wenig vorkommt. Das ist, würde ich sagen, keine verbale Sprache. Keine verbale Sprache, keine Umgangssprache. Genau. Können Sie bei einem Raketenstart die sehr komplexen Bewegungen mathematisch beschreiben? This is actually not very hard to das ist eigentlich gar nicht so schwer. I'm not talking about very und detailed ich rede jetzt nicht über Detailbeschreibungen, sondern wir schauen uns like that, den Weg eines Körpers an, der sich bewegt, und dann gelten natürlich die Newtonschen Gesetze und manchmal auch ein kleines bisschen der Relativitätstheorie, aber im Wesentlichen geht es um Newton und die Newtonschen Gesetze, und das sind polynomiale Systeme oder eine Funktion. Bei einem Explosion, einem Unfall, können Sie das mathematisch sozusagen erfassen? Das hängt davon ab. Das hängt sehr davon ab, was es für eine Art Ereignis ist. Es gibt chaotische Systeme, die eine bestimmte Art haben. Manchmal hat man ein physisches Gesetz, ein simples Gesetz, das bestimmt, was geschieht, und dann kann man es natürlich durchaus beschreiben. Es gibt eine sehr unübersichtliche Stadt, das ist Lagos in Afrika. Ja, in Nigeria. Okay, ja. Extrem groß, eine Megacity, Neu-Babylon. Okay, ja. Okay. Und ich möchte jetzt eigentlich eine Frage stellen. Ja, zum Beispiel, wie viele Bewegungen von Motorfahrzeugen sind im Durchschnitt im Sommer in Lagos? Ja? Oder mich interessiert, wie viele Zuwanderer kommen? Ja, alle sind ja Fragen, wo man mit unglaublich großen Zahlen operiert, und wenn ich Sie richtig verstehe, dann können Sie hier Muster erkennen. Ja, wir müssen aber zunächst einmal verstehen, wie ein System funktioniert. Man braucht physische Gesetze oder physikalische und auch soziale natürlich, die man berücksichtigt, und dann schaut man, wie viel Einfluss gibt es in die Stadt, wer kommt, wie viele kommen, da gelten bestimmte Gesetze sozusagen, und dann kann man es beschreiben. Man hat viele Partikel oder Menschen, also Menschen, die jetzt hier wie Partikel sind, die sich bewegen, und das lässt sich messen. Das ist die Frage der statistischen Mechanik. Statistische Mechanik, sagt Lee. Genau. Das ist im 19. Jahrhundert entwickelt worden. Gibbs war hieran beteiligt und viele andere Physiker. Man betrachtet das Volumen in einem Raum und sagt dann, hier gibt es einen Einstrom von vielen Partikeln, und es gibt ein Gesetz, das erklärt, wie sie interagieren, wie sie sich bewegen, und dann kann man das Gesamtmomentum des Systems kalkulieren, berechnen, also die Menge der Bewegung. Danach haben Sie ja gefragt. Es gibt ja den Begriff der Schönheit, des Schönen, ja? Und viele Mathematiker, die ich gehört habe, sagen, diese Formel, diese Lösung, dieser Beweis ist elegant, ist schön. Was ist der Unterschied zwischen elegant und schön in der Mathematik? Ich glaube gar nicht, dass es hier einen Unterschied gibt. Ich glaube, es ist im Wesentlichen das Gleiche. Schön ist einfach nur eine höhere Wertschätzung, als der Begriff Eleganz es implementiert. Vielleicht eine Antwort auf eine schwierige Frage mit einer einfachen Formel. Da könnte man sagen, das ist elegant. Elegant ist einfach. Wenn man etwas besonders Einfaches sieht, dann ist das durchaus überraschend. Und gleichzeitig beantwortet das aber eine komplizierte Frage. Und man sagt, wow, und dieser Wow-Faktor ist Schönheit. Wie im echten Leben, wenn man so will. Darum geht es ja. Einfachheit schön. Ja, nicht? Es ist schon sehr komplex, was wir schön finden. Aber regelmäßig ist nicht nur schön. Ja? Nein, klein, keineswegs. Mit sehr viel Übung und Studium erreicht man ein Niveau, an dem man das A verstehen kann und B reproduzieren kann. Und das wenn ist Sie schön. Von einem Ergebnis sagen, das ist clumsy, also ungeschickt, kann das dann richtig sein? Gibt es also besonders hässliche, ungeschickte Formeln, die trotzdem interessant sind, mathematisch? Oder würde man so lange versuchen, bis sie einfach sind? Ja, okay, so in Mathematics in der Mathematik great
Gibt es ein Zitat? Hardy, ein bekannter Mathematiker im frühen 20. Jahrhundert, reiner Mathematiker, wird hier zitiert. Er war stolz darauf, dass er immer nur theoretisch gearbeitet hat, nie im Bereich der angewandten Mathematik gearbeitet hat. Später stellte sich heraus, dass einige seiner Arbeiten durchaus angewandt waren. Aber er sagte, es gibt in der Welt keinen Ort für hässliche Mathematik. Wenn Sie fünf Tugenden der Mathematik nennen oder des mathematischen Arbeitens nennen, ja, fünf Tugenden. I think to be brave is very zum Beispiel important. Mut. Wie? Mut. Mut. Wagemut. Ja. Yeah. To be brave is very important. Sapere sehr aude. Wichtig. Ja, yeah. Wage ist zu wissen. Ja. Yeah. To be perseverant. Und Nachhaltigkeit oder Ausdauer. To actually work hard is hart important. Hart arbeiten. Nachhaltigkeit. Ja. Yeah. Gründlichkeit. That too. Well, sometimes, you ja, know, it's auch. Not like you have to work and aber work es geht gar nicht darum, dass man arbeitet und mit sometimes dem Kopf gegen die Wand help. Rennt. Das hilft manchmal nicht. Yeah, sometimes you just walk around manchmal and läuft man rum und lässt etwas erstmal liegen. Aside, you know, and then just come back to und dann and kehrt man say, wow, zur Aufgabe know, zurück und sagt, hey, so, simple. You can so einfach come, ist es. You know, to a different idea, that's man also hat problem. Andere Ideen im Kopf und plötzlich ist das Problem gelöst. That, man kann sich darauf nicht verlassen. Natürlich. Also Findigkeit, ja, Glück. Das, was den Glück betrifft beim Schatzfund, ja? Ja, it's exactly right. I mean, this ja, is actually sicherlich the most important auch. Factor, you know, vielleicht ist es sogar der wichtigste Faktor. To be lucky, Glück. You know, also ich haben. Darf nicht planen, ja? Nicht? I think it's impossible das ist unmöglich zu planen. Man kann nicht planen. Man kann hoffen. Und man hat eine Intuition und denkt, in die Richtung geht es ungefähr. Und dann arbeitet man daran und versucht dieses und jenes. Hunderte von also aus Respekt vor dem Gegenstand, den ich untersuche mathematisch. Ja? Aus Respekt vor den Zahlen. Aus dem Respekt vor den der Mathematik, ja? Darf ich mich, ja, das ist muss die Realität. Ich den Eigenwillen, man muss den Eigenwillen, ja, des Materials, ja, muss ich achten. Klar. Man kann nicht hingehen und sagen, also etwas ist nicht-stalinistische Methode. Ja? In Mathematik ist es